Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur nächsten Folge, die 331. Heute wollen wir uns aufmachen zum Sonnenschein. Und da blenden wir den Wegpunkt Himmelsstern ein. Zack. Und der Wegpunkt ist da. Und zoomen, C. 33 Kilometer, das ist schaffbar. Auch zu Fuß. Ich werde mir noch ein Boot craften und noch ein bisschen mehr Holz mitnehmen. Das Holz nehme ich mal noch mit und noch mal ein bisschen. Dann mache ich mir erstmal hier eine Werkbank. Zack. Und am besten noch ein paar. So. Und ein Boot. Essen haben wir mit. Guck nochmal nach. Ja, Essen haben wir mit. Wir haben die Uhr mit. Sonst irgendwas? Eigentlich nicht. Sehr gut. Achso, Baumaterialien. Ganz viel. Baumaterialien. Ich nehme doch mal ein bisschen mehr mit. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr. Redstone-Truhen. Normale Truhen. Leitern haben wir jetzt noch keine mitgenommen. Ich nehme mal jetzt so viele mit. Ein bisschen Zaun. Davon nehme ich mal ein bisschen was mit. Zack. Sandstein. Müssen wir hier auf jeden Fall mal Sandstein draus machen. Das kann man, glaube ich, auch in der Hand verknüppeln. So. Nimmt uns nicht so viel Inventarplatz weg. Das kann man auch nochmal 4 teilen, oder? Kann das? Stimmt. Ne, nicht ganz. Nicht ganz. Müssen wir doch nochmal ins Lager gehen. Ins Lager gehen. Und ein bisschen Sand holen. Und dann klopft es. Das ist die Sandruhe. Aber ich habe hier drüben noch Sandstein, oder? Sandstein ist hier drüben. Da. Sandsteinkennzeichnung. Ja, immerhin, ne? Immerhin ist es Sandstein. Den nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wie viele Ressourcen er bei sich hat. Das ist ein Stack. Und das ist ein Stack. Machen noch 2 Stacks. Von diesen. Und dann mache ich mich mal auf. Gehen. Sonnenschein. Mal sehen, wie lange man hier noch ein bisschen Weg laufen kann. Na, ich laufe mal so rum. Es sind auch gerade ein paar Dorfbewohner, die ja, genau. In der Nähe, da müssen wir auch mal wieder rein. Aber ich laufe jetzt erstmal den regulären Weg. Müssen wir dann auch mal hier Erde platzieren, dass wir einen Trampelpfad hinbekommen. Und auf die Prömpel hier kommen eigentlich noch große Laternen. Müssen wir alles noch machen. So, jetzt sind wir erstmal aus Nordwind raus. Und sind in Boltbitz. Zack. Erstmal sind wir in Boltbitz. Ja, ganz viele Schilder sind ja noch. Das wird dann wahrscheinlich nicht so sehr auffallen, wenn hier ganz viele Häuser stehen. Ich bin ein D-Lack. Ich nehme doch lieber ein Pferd, oder? Das Pferd kann ich da wohl nochmal. Das probieren wir erst aus, ob man das Pferd in das Boot stellen kann. Bevor wir ja losmachen. Sonst sind wir nämlich am Peppes. Guck mal ja, was er ist.
Pilze auf der Fichte. Der Fichtenpilz. Fichtenpilz. Ah ja, ich muss mal was aufschreiben. Fichtenpilz. Was ist das für eine Folge? Die 332 oder die 331? Ich schreibe mir das mal als Notiz dahinter. Fichtenpilz. Zack. Und ich schnuschle jetzt nicht. Ich habe das nämlich mit S und nicht mit Z gesagt. Manche wissen jetzt, worauf ich hinaus möchte. Manche nicht. Da ist ein Bett. Hier stehen so viele Betten rum. Das ist der Shit. Hier ist noch ein Bett. Was drin? Ne, da war ja mal was drin. Da war mal was drin. Durchspringen. Kommt mal durch. Ja, teilweise. So. Durch einen kleinen Fehler sind, glaube ich, alle Pferde, die ja drin stehen, außer ein paar. Was nicht bestiegen werden kann. Das kann bestiegen werden. Und das hier drüben wahrscheinlich auch. Ja. Das kann bestiegen werden. Dazu muss ich nochmal ganz kurz hier drücken. Ja. Okay, ich brauche einen Sattel. Den haben wir aber hier. Alles gut. Das ist Friedrich. Können wir auch schon mal benennen. Ich habe ein Namensschild. Aber einen Amboss habe ich ja nicht in der Gegend. Aber im Lager steht einer. Ein fröhliches Lied aus dem Retro-Design. Hier stehen Zauntore zu. Warum sind die zu? Wir haben Dorfbewohner freien Durchgang. Freien Durchgang haben die da. Da muss enden. So. Ein Namensschild. Und das ist Friedrich. Einfach nur Friedrich? Friedrich. Der heißt Friedrich. Ein Level hat mich das gekostet. Hätten wir auch hier quer drüber laufen können. Aber so ist das mit uns. Heißt die Ute? Nee. Ist der mal. Friedrich, super. Den können wir jetzt auch mal aussatteln. Und kann Friedrich in einem Boot? Nee. Gehen wir hier raus, Friedrich. Gehen wir hier raus. So, hier hin. Zack. Ich stelle jetzt mal das Boot hier hin. Wenn ich Friedrich jetzt dort reinschubse. Nee. Ich kann dort rein. Aber Friedrich nicht. Weil vielleicht wenn ich ihn absattel. Verlassen. Und jetzt? Das kann nicht rein. Warum nicht? Die können anscheinend nicht in Boote. Schade. Ich weiß aber auch nicht, hier ist Nordwehen und das ist zu riskant. Da muss ich mal ganz kurz den Chat anmachen. Und mal fragen, ob man hier Himmelsstern mit Boot oder ohne Boot erreichen kann. Da frage ich mal kurz nach. Und ja, das Boot, das guckt hier das Pferd an. Es steckt im Schnee fest, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ne, ist zwar noch nicht Nacht, aber ich frag mal schnell nach. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao.